Die alte Vase von Rudolf Presper. Es stand eine alte Vase, längst unbenetzt vom Trank, hinter verstaubtem Glase in dem Museumsschrank. Sie war ein wenig zerbrochen, und dieses war ihr Ruhm und hat nicht gut gerochen vor lauter Altertum. Sie hatte auch eine Nummer, doch diese, das war nicht nett, benützten zu ihrem Kummer die Spinnen als Klosett. Der Henkel war verbogen, der Bauch war plump und breit, doch galt sie in Katalogen als Sehenswürdigkeit. Und täglich, so war es die Regel, stand vor dem hohen Schrank ein Wächter und putzte die Nägel und kriegte sie doch nicht blank. Und täglich gingen vorüber wohlforschend Weib und Mann und sahen sich alle lieber die nackten Götter an. Die Vase hat keiner beachtet, obschon sie alt und rar. Die Vase hat keiner betrachtet, obschon sie dreckig war. Da schlich sich eines Tages ein Dieb in diesen Saal und dachte bloß, ich wag es und ich probier's einmal. Er tat mit Eisenstämmen und nahm von edlem Schnitt ein Dutzend schöner Gemmen und auch die Vase mit. Und als man auf der Straße ihn griff mit seinem Schatz, da kam die dreckige Vase an ihren alten Platz. Die alte Stelle nahm sie bald ein auf altem Brett, und die alte Nummer bekam sie wieder als Spinnenklosett. Doch war ein Wunder geschehen, es kamen aus der Stadt viel Leute, die Vase zu sehen, die wer gestohlen hat. Besonders wenn's draußen kalt war, staut sich das Publikum und pries, dass sie so alt war und ging voll Andacht herum und las wie heilge Verkündung im Katalog das Blatt und lobte ihre Ründung und schaute sich nicht satt und sprach mit ernstem Sinnen von Kunst und alter Zeit und tadelte der Spinnen respektlose Tätigkeit. O alte zersprungene Vase, von neuem nun verehrt, du hast hinter staubigem Glase die Weisheit mich gelehrt. Es ist das Museum der Erden von solchen Schätzen voll. Gestohlen muss uns werden, was uns ergötzen soll.